Willkommen hier wieder zurück zu Wildflowers. So, im letzten Part haben wir die Mine freigeschalten und ja, jetzt heißt es für mich eigentlich erstmal irgendwie wieder langsam nach oben kommen in Form von Ausdauer, denn die Ausdauer ist echt immer sehr begrenzt. Was ich sehr schade finde. Aber ich möchte auch noch meine Katze füttern. Ach, es sind so viele Sachen, die man hier erledigen kann. Rein theoretisch noch mit allen reden. Ein Stör. Super. Und ich habe nichts zum Essen. Oder darf ich die essen? Nee. Den Hering, den brauche ich anders. Den Kaulbarsch kann ich nehmen. Okay, nehmen wir den Kaulbarsch. Damit kann ich mir jedenfalls ein paar Sachen herstellen. Ich brauche noch Erz. Ups, falsche Richtung. Ich brauche noch Erz. Ah, ich brauche noch so viel. Hört auf. Das ist einfach zu viel. Und hier ist es diesmal nicht die Zeit, die einen irgendwie so einen Strich durch die Rechnung macht, sondern hier sind es wirklich eben wie Ausdauer. Da muss man kochen und zum Glück verbraucht das Kochen keine Ausdauer, fällt mir gerade mal ein. Was hatte ich jetzt gesagt? Was kann ich nehmen? Irgendwo den Stör. Kiefisch, Seezunge, Weißling, Seebarsch, Saibling, Sardine, Hering, Bitterfisch, Schnapper, Kaulbarsch. Ach, das sind die, womit ich angeln darf. Ja. Dann nehme ich Bitterfisch, Sardine. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was wert ist. Ach, das ist doch... Kann ich vielleicht irgendeinen Trank herstellen, der mehr Ausdauer gibt? Unendlich Ausdauer. Das wäre ein geiler Trank. Ein belebender Trank. Ja, ich weiß, dafür brauche ich wieder andere Sachen, aber hey. Kupfer, Eisen, Mörser und Schlüssel. Haben und Pulver. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Kann ich eigentlich bei dir verkaufen? Kaufen kann ich das. Verkaufen kann ich das. Was brauche ich zum Herstellen von einem Smoothie? Wahrscheinlich irgendwas, was ich noch nicht habe. Erdbeeren. Und Himbeeren sind es nicht, Brombeeren. Das ist echt doof. Eiteilnudeln kann ich auch noch das wechseln. Eier müsste ich kaufen, Kartoffeln. Den kann ich noch nicht anpflanzen. Hier brauche ich Kohl. Milch, Milch. Kann ich hier Milch kaufen? Der Milch könnte ich jedenfalls die Katze bestechen. Verkaufen. Nee, ich will nichts verkaufen. Ich will kaufen.
Nein, ich muss mehr verkaufen, damit ich was... Oh Mann. Ist doch... Oh, Bruno hört nicht auf. Oh, deine Aufgabe. Hi, Sophia. Good Shabbos, Tara. Have you seen Juliet? She was going to help me, but I can't find her, and I'm running out of time. We are not going to abandon all our family traditions because Giacomo is gone. Ich dir helfen? I agree, Sophia. Family traditions are important. Let me help until Juliet arrives. Oh, that would be amazing. I'm almost done. Just one or two more things to finish. Hey, Mom. Sorry I'm late. There you are. Well, I'm glad you made it back in time. Luckily for you, I had Tara to keep me company while I waited. Tara, will you join us? Oh, no thanks. I should get back to the farm. Good night. Okay. Toll. Jetzt sagte ich eine neue Aufgabe, nee, nur ein neues Event, was da irgendwie mal gestartet ist, aber... Sonst ist hier weiter nichts. Vielleicht war sie auch noch in der Schule. Reden wir mit dem Bürgermeister. It was very kind of you to humor my father. But don't worry, you don't have to waste your time fishing. I don't think it's a waste of time. Oh, well, enjoy all the, bracing smells that come with a fresh catch then. Geht der mir auf den Zeiger. Hey, I heard you're the one to thank for the mine being fixed. This is so exciting. Maybe my little business will finally pick up some steam. Apropos Steam. Bei ihm kann ich Goldbarren kaufen. Mhm. Ja. Okay, ja, klar. Kann ich mir ihr verkaufen eigentlich? Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Ha. Steine. Will ich aber behalten. Wer weiß, was ich damit noch machen kann. I can't thank you enough for fixing up the mine. What can I say? Dark caves are my happy place. Maybe I was a bat in my past life. You should come by Damon's bar sometime. I'm usually the only other single gal there. Dann machen wir es anders. Ich hole mir ein Brot. Und gehe dann fischen. Ich bin schon fast wieder pleite. Muss ich herausfinden, welchen Fisch ich genommen habe dann? Oder welchen ich gefangen habe? Und den kann ich dann nehmen, um mir beispielsweise, ne, anderes herzustellen. Ein Wurmköder. Den bräuchte den kleinen Fisch. Ein Bitterfisch. Bitterfische nehme ich ab sofort auch gerne, wenn ich damit hauptsächlich wieder Fischstäbchen herstellen kann. Killifisch. Killifisch und Bitterfisch, okay. Merken. Killi und Bitter. So,
Und? Jellyfish. Oh, dreimal Fischstäbchen. Hui. Das haben wir schon mal. Gehe ich jetzt in die Mine, in die vierte Ebene und gucke nochmal nach dem Schlüssel. Entweder habe ich Glück oder ich habe Pech. Oh, natürlich sind alle Steine wieder da. Okay, machen wir es mal so, ich werde nicht alles aufbrauchen. Äußersten Stein, ja. Na klar. Das wäre nämlich sonst komplett in die ins Nichts gegangen, wenn ich den jetzt gegessen hätte. Schade, die am weitesten weg sind, sind es auch schon mal nicht. Könnte Schlüssel sein, wobei es steht ja auch nicht dabei, dass sie einen Schlüssel finden kann, ne? Das ist ja das Schlimmste an der ganzen Sache. Acht, ich brauche... 12 brauche ich, ne? Also Fischstäbchen würde ich sagen, brauche ich dann, wenn ich in diese Höhle gehe. Mindestens 4, wenn nicht sogar 5 oder 6. Ist nicht. Ja, genau, und jetzt fehlt mir noch ein. Okay, komm, wir probieren es. Jedenfalls erst schon mal vollständig und kann mir die Schaufel holen. Meine Güte. Ach, sie geht schon hin. Nein, es ist zu. Ich glaub's nicht. Alles ist zu. Oh Mann. Vielleicht hat die Kneipe jetzt offen. Ja, sie hat auf. Und wenn ich hingehe, passiert ein Event. Wetten? Hey, how's it going on the farm, new girl? Good. Fine. I'm exhausted. Oh, then you came to the right place. So, what are you looking for today? A drink? A new friend? As a bartender, it's my job to get your life story. Actually, I'm more interested in learning your life story. What brought you to Fairhaven? Ah, you turned it around on me. Yeah, I think I'm gonna like you. This place used to be run by my pa. He and my mom moved back home to Johannesburg, so now I take care of it for him. If I think about it too much, I really miss my folks. So, thanks for taking the time to chat with me about it. Appreciate it. Moment, er möchte Kartoffeln? Ach, Mann, how am I supposed to pay these new fees? What's wrong, Damon? Mayor Salton Business just signed a new rule saying I've got to pay for a new license just to keep my bar open. And he only gave me a few weeks to pay up. That doesn't seem very fair. Yeah, I'm not giving up the bar. I promised my mom and pa I'd keep it going when they left, and I have. I know. I'll have a happy hour promotion.
Free order of fries for every customer who comes in between 6 and 8. Except, I don't have potatoes. Hey, do you have some? No, I'm all out. No worries. I'll figure something out. Hätte ich welche, würde ich sie ihm ja geben. Hey, Damon. Hey, were you able to pay that license fee? Oh, yeah. I called my pa back home. He said it was okay to sell his old watch. Francis gave me a good price for it. Probably more than it was worth. We look out for each other. Oh, das ist doch jetzt ärgerlich. Es tut mir voll leid für ihn, ne? Überlegt mal. Er hätte jetzt seine Uhr verkauft, nur weil ich jetzt keine Kartoffeln hatte. Also eigentlich bin ich ja jetzt der Böse, wenn man es mal so nimmt, ne? Ist schon irgendwie bitter. Es tut mir irgendwie voll leid. Ne, die wachsen noch. Vielleicht finde ich ja hier noch was irgendwo. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen, bis es dann soweit ist und die wieder aufmachen. Nun schaue ich mal, was dieser Energieschubtrank bringt. Ich glaube zwar nicht so viel, aber es wäre jedenfalls etwas. Aber aktuell sieht es nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Ich bin blind. Nee. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Nee, nee. Nein, 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 nein. Ich will die Grille haben. Warum kann ich fällen? Die Junge, meine Oma kommen? Hm. Ihr seid schon da. Hä? Seid viel zu schnell. Ach, er hat eine neue Aufgabe. Ah, Novice. It will soon be time for the turning of the seasons. Great! I love summer. Picnics, lemonade, going to the beach. But first, we must gather the ingredients for our ritual. I'm sorry, but doesn't the change from spring to summer just happen? You have much to learn. You'll find this island to be different in ways big and small. Gather the items and brew this potion, then we can begin. Geisterflamme. Ein neues Rezept. Was? Kupferessenz, Calciumpulver? Muscheln, die mit Mörsern und Stößel zermahlen wurden. Und eine schimmernde orangene Substanz aus der Destille. Okay, klar. Does the newest member of the coven always have to gather supplies for turning the seasons? Usually, yeah. The newbie's kind of like the intern. Except you're getting us I am Newt instead of coffee. Much more exciting. Make sure you use the right ingredients for your incantations. Wouldn't want you to accidentally give everyone in town bunny ears. That is not something I could actually do, right? We'll see. Oh, man. One time, I messed up my proportions when I was making a big vat of Miracle-Gro. I tested it on a mushroom, and it exploded to, like, 10 times its original size. What did you do? I stuffed the mushroom in my bag and took it home, duh. Fresh produce is expensive. Das ist nicht aufgefallen, ne, der Pilz. Joining a new coven is thrilling. I felt that way myself when I was initiated. Just make sure you're not running yourself ragged. There's more to life than magic. Das heißt also, jetzt haben wir richtig viel zu tun, Leute. Richtig viel. Müssen wir überlegen, wir müssen jetzt die Destille und den Mörser machen. Das heißt, wir brauchen
Laufen. Ich laufe immer noch. Ja, sie ist zu Hause? Warum das denn? Die Destille brauchen wir Kupfer und das haben wir noch nicht. Nur den Mörser und Stößel könnten wir schon herstellen, haben aber dafür kein Holz. Hart, echt hart. Nein, nicht runter. I hope you get the chance to reconnect with Lena. The two of you had so much fun when you were little. Oh, I remember. Oh, well, except that one time when one of her chickens nearly pecked all of the feathers off of one of ours. Oh, that's right. Nasty little bird bully. Well, I made him into coq au vin after he died of natural causes. Anyway, Lena won't say much about it, but I think she and Parker are having some difficulties. I'm sure she could use a good friend right now. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Wir müssen wieder einen Tag verbringen. Eigentlich Brot, Mehl und Hefe. Hefe kann ich auch noch nicht kaufen. Hefe brauche ich Mais. Mais kann ich noch nicht pflanzen. Die Lasagne brauche ich viel zu viel. Ein Bananenbrot. Wow. Ich glaube, das könnte ich sogar alles kaufen. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.